Hallo und herzlich willkommen zu der Videobewertung zum Battle Zachary gegen Brickwall. Ja, wir sind beim ersten Viertelfinale angekommen und ich bin bester Ding und habe eigentlich voll Bock, das jetzt zu machen, auch wenn ich gerade ein bisschen im Stress versinke, aber das sollte, denke ich, mal klar gehen. Und ich habe mir außerdem noch einige Neuerungen bzw. Änderungen und Verbesserungen überlegt. Zum einen habe ich mir überlegt, dass ich im Text jetzt immer die Lines bunt kennzeichne, wie gut die jeweils sind. Also weiß steht dafür, dass eine Line nicht sonderlich erwähnenswert ist oder halt Standard ist. Rot ist eine Line, die nicht wirklich gut ist, beziehungsweise sehr ausgelutscht oder absolut Absturz, wie gesagt, das kommt noch. Dann habe ich noch Gelb, was solide bis gute Lines kennzeichnet. Und Grün, was sehr gute Lines kennzeichnet. Die Farbe werde ich sehr selten verwenden, aber wenn ich sie verwende, steht das für was Gutes. Außerdem werde ich den aktuellen Punktestand jetzt immer unten in der Ecke im Video einblenden. Und nicht nur dann, wenn ich neue Punkte vergebe. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit der Zachary-Hinrunde gegen die Brickwall-Rückrunde. Wollte Zachary besiegen, danach muss man euch reanimieren, wie Final Fantasy 7, ey, ich bin jetzt zurück. Und hiernach seid ihr Bitches für mich Pickel, weil ihr euch aus meinem Sichtfeld verdrückt. Ey, was der in den Raum stellt, nur damit es sein Adlib herausnimmt, der battelt die Wand und zerlegt die so hart. Beste Grammatik und Bezug zum Gegner sind da. Fangen wir an mit den Videos. Beide Videos sind auf einem recht soliden Level. Das Video von Zachary ist extrem dynamisch und abwechslungsreich gefilmt. Zachary wird gut in Szene gesetzt und performt extrem cool und das Video wird im Allgemeinen nicht langweilig. Die Qualität ist okay und in der Nachbearbeitung wurde jetzt nicht allzu viel getan, es wurden lediglich die kräftigen Farben beim Take auf dem Sofa hervorgehoben. Der Schnitt gefällt mir auch sehr gut. Nun zu Brickwall. Brickwall hat auch ein extrem stylisches Video. Die Locations gefallen mir hier etwas besser als bei Zachary, vor allem bei der Graffiti-Wand oder unter dem Gitter finde ich die Takes sehr schön. Das Ganze ist auch von der Kameraführung passend und gut, Brim und Gradex werden gut in Szene gesetzt. Die Qualität ist auch ganz ordentlich, wird jedoch durch den sehr dreckigen Look etwas heruntergezogen, was wiederum zur Atmosphäre der Runde passt. Den Schnitt mag ich soweit und in der Nachbearbeitung wurde auch ein bisschen was gemacht. Was mir nicht gefällt, ist die Asynchronität, die mir vor allem bei Brim sehr stark auffällt. Nun zum Fazit. Wir haben hier zwei coole Videos, beide haben ihre Vorzüge. Zacharys Video hat die bessere Kameraführung und die etwas bessere und souveränere Performance. Bei Brickwall hingegen finde ich den Vibe, die Bearbeitung und die Locations im Video etwas geiler. Insgesamt sind beide gut, ich tendiere hier aber knapp zu Brickwall. 1-0 an Brickwall. Nun zu Audio. Fangen wir an mit Zachary. Zachary haut auditiv hier, wie ich finde, eine der geilsten Runden im Viertel raus. Er ist gut gemischt, hat einen sehr coolen Stimmeinsatz und bringt übertrieben viele Variationen in den Part rein. Dass er keine Hook hat, stört mich gar nicht, weil er allein durch Stimmlagenwechsel, Pausensetzungen und verschiedene Flow-Patterns und Variationen die Runde kaum ist gar nicht langweilig werden lässt. Der Flow an sich ist sehr routiniert und harmoniert sehr gut mit dem Beat. Brickwall rappen auch extrem stark auf dem Beat, insgesamt wäre das mit ein wenig mehr Power aber noch ein wenig geiler gekommen. Stimmansatz und Betonungen sind auch passend und gut. Die Mische ist hier leider deutlich schwächer als die von Zachary. Die Hook, die Brim rappt, hebt sich leider absolut nicht vom Part ab, klingt abseits davon aber ganz nice. Flowlicks sind beide auch wieder sehr gut, vor allem Brim steigert sich immer weiter und ich habe mittlerweile auch kaum noch das Gefühl, dass Gradex hier großartig runtergezogen wird. Nun zum Fazit. Beide Runden sind auditiv auf einem hohen Level. Die Jungs von Brickwall passen auch erstaunlich gut auf den doch sehr aggressiven Beat von Zachary. Im Direktvergleich hat Zachary aber noch knapp die Nase vorn, weil er in Sachen Flow, Betonungen, Stimmeinsatz und Pausensetzung noch ein Stück versierter ist als Brickwall. Die Mische finde ich ebenfalls besser. Insgesamt haben sich beide sehr gut geschlagen, aber ich gebe Zachary hier einen Punkt mehr. 3-2 an Zachary. Nun zur Punch-Kategorie, die wahrscheinlich die wohl längste Kategorie überhaupt sein wird. Ich habe das Gefühl, dass ich hier teilweise etwas zu detailliert bin, aber Glück für die Teilnehmer würde ich wohl sagen. Fangen wir an mit Zachary. Direkt das Intro finde ich ziemlich witzig, ist jetzt keine heftige Line, aber schmunzeln musste ich dennoch. Der Einstiegsvierer ist extrem gut und druckvoll delivered und die Lines selbst lassen sich auch sehen, sind jeweils zwei Wortspiele, das mit Final Fantasy 7 kann man definitiv so machen. Den Vierer danach finde ich leider wieder recht belanglos, das W nicht ist noch ein recht guter Spit, aber wirkt von der Formulierung sehr zusammenkonstruiert. Der Vierer danach ist von der Formulierung der ersten zwei Bars ganz witzig und danach kommt die erste Referenz, bei der ich googeln musste. Hier spielt Zachary einmal auf das von Walter White und Breaking Bad gegründete Projekt Grey Matter Technologies an und gleichzeitig macht er einen Spit aus Brickwall und Brick Walter White. Außerdem habe ich noch was zur grauen Substanz, englisch Grey Matter, gefunden, was ein zentraler Bestandteil des Nervensystems im Hirn ist, aber da konnte ich keinen Zusammenhang feststellen. Dafür, dass wir jetzt so lange für diese Line recherchiert haben, finde ich diese leider nicht so krass gut. Klar, er spielt darauf an, dass Gradex nur gut rüberkommt, weil er mit Brim im Team ist, aber das ist mir von der Formulierung und allem etwas zu weit hergeholt. Der nächste Vierer ist von der Technik und den Betonungen gut, aber an sich leider nicht sehr aussagestark.
Den nächsten Vierer finde ich wieder sehr viel besser. Hier dreht Zachary die altersbekannte Glasline um und sagt damit aus, dass seine Gegner depressiv sind, und die Line mit dem Plädieren ist auch ganz lustig. Der Vierer danach ist dann wieder etwas schwächer. Den Vergleich mit den Weltraumaffen, die damals ins All geschossen wurden, ist aber noch ganz cool, auch wenn die Aussage leider sehr lame bleibt. Danach will Zachary einen Split mit Lance und Partner aufbauen und gleichzeitig sagen, dass die Jungs sich sehr am Stil von Lance Butlers bedienen. Lance und Partner ist eine Sendung, wo sich der Hauptcharakter selbst spielt, weshalb das mit der Authentizität auch ganz gut passt. Das mit WoW kommt irgendwie nicht wirklich passend. Im nächsten Vierer kommen dann wieder zwei Wortspiele, einmal mit Wechselbad der Gefühle und Schulbankdrücken, beides als Bit bzw. Vergleich sehr cool, aber gegnerbezogen ist das nicht wirklich. Der folgende Vierer ist mit dem Rumgespiele der Loser-Worten ganz cool, aber eine krasse Aussage steckt da auch nicht hinter. Der Vergleich mit Rick und Morty wirkt sehr gezwungen. Die Quarantäne-Line ist aber noch ganz witzig. Die Tabakware-Line ist ganz cool formuliert, aber die Line über Sein und Brim Sound ist wiederum nicht so gut, auch wenn sie von Zachary durch die Delivery sehr hervorgehoben wird. Danach bringt Zachary die Aussage, dass Wortspiele für den Sieg reichen, in einem Wortspiel ein, was ganz lustig gemacht ist, die Zahnspangen-Line ist aber sehr Absturz. Im nächsten Vierer beschwert sich Zachary, dass er ja immer so No-Names als Gegner hat, und redet dann darüber, dass er das alles hier nebenbei macht, um sich auf richtige Gegner wie Badesa zum Beispiel zu konzentrieren. Das Ganze soll ein bisschen in die Richtung Disrespect gegenüber Brickwall gehen, aber darüber reden, wie egal einem der Gegner ist und wie wenig Mühe man sich noch gibt, ist in meinen Augen keine wirklich gute Line. Der Rest der Runde geht sehr in die Richtung Representer, flowlich und stimmeinsatztechnisch geht Zachary hier ziemlich ab, der Teil ist sehr gut delivered. Joa, das war's, und ich muss sagen, dass ich diese Runde textlich weniger mochte als zum Beispiel die Runde gegen Minus 1. Zachary verläuft sich hier meiner Meinung nach etwas zu sehr in Wortspielen und Vergleichen, die alle meistens zwar sehr gut und durchdacht sind, aber nicht wirklich viel Gegnerbezug aufweisen. Die Technik gefällt mir wiederum sehr viel besser, er arbeitet viel mit Reimschemata und bringt haufenweise Binnenreime und ähnliches. Die Reime an sich haben eine gute Qualität. Die Delivery ist absolut stark, durch seine vielen Stimmlagenwechsel, Pausensetzungen und allgemein den Druck in der Stimme werden die Lines extrem gut delivered, da wirkt er sehr versiert. Nun zu Brickwall. Das Intro ist recht witzig, leitet das Ganze recht schön ein, jedoch sind die Lines selbst nicht sonderlich krass und außerdem habe ich teilweise ein paar Verständnisprobleme wegen des Effektes. Der Wir haben nach nichts gefragt Konter ist extrem gut und bezieht sich auf die Tyler und Risa Line. Der Konter auf die Brickwall Brick Walter White Line ist nicht wirklich gelungen, da Greylex Zachary mit Jerry aus Rick and Morty vergleicht, aber der Zusammenhang fehlt mir hier ein bisschen. Die nächsten Vierer finde ich ja nicht so gut. Zuerst geht Greylex darauf ein, dass Zacharys Sound sehr vorhersehbar war, was recht belanglos ist, und dann will er mit den Sprichworten Schreien wie am Spieß und Wortsalat Bezug zu einem Dönerladen herstellen, was nicht wirklich zieht. Der nächste Vierer ist dann auch nicht wirklich gut. Hier geht Greylex darauf ein, dass Zachary ja meinte, dass er uninteressant sei, aber das verpackt er nicht allzu gut. Im Vierer danach wird zum einen versucht, die Glasshouse-Line zu kontern, was aber nicht so gut funktioniert, und außerdem spielt er auf den eben genannten Uninteressant-Front an, aber diesmal kommt das vor allem durch die Delivery sehr viel besser als durch die einfache rhetorische Frage eben. Im nächsten Vierer gefällt mir die Breaking Bad-Line ganz gut, weil das die vielen Referenzen dazu in der Runde gut zusammenfasst. Der Abschlussvierer ist auch sehr cool, hier kontert er zwei Angriffe von Zachary ziemlich gut, wie ich finde. In der Hook kam nichts Bahnbrechendes, nur die Fact-Line fand ich noch ganz cool, allzu krass war die aber auch nicht. Im nächsten Vierer hebt sich leider nichts wirklich sonderlich ab, da behauptet Brim, dass Zachary ja nur seinen Stimmansatz hat, was er in der Hook auch schon erwähnt hat. Der Vierer danach gefällt mir dann wieder etwas mehr, dass Zachary sehr arrogant in der Hinrunde ist, aber dann sehr wenige Punches hat, kann man definitiv so bringen. Schrei nach Aufmerksamkeit ist dann wieder etwas generischer, kann man aber auch bringen. Dann baut Brim den Angriff, dass Zachary vieles aus einer Runde anderen Leuten zu verdanken hat, wie beispielsweise bei Mix und Master auf. Hier finde ich den Angriff aber auch noch nicht sonderlich bahnbrechend. Vermenschlicht der Vuvuzela ist aber dann noch ganz witzig. Im Vierer danach finde ich die gecuttete Freestyle-Line noch gut, die Line danach finde ich absolut nicht gut. Die Behauptung, dass Zachary die WoW-Angriffsfläche von Sam Smoke geklaut hat, glaube ich eher weniger. Sam Smoke ist ein Rapper aus dem VRT, in welchem er Brim geschlagen hatte, und er hatte ebenfalls etwas zu WoW gesagt, aber ich bezweifle, dass Zachary das geguckt hat, woher beide das aber haben, bleibt mir nach wie vor ein Rätsel. Aber einfach zu sagen, dass der Gegner das von Rapper XY kopiert hat, finde ich nicht wirklich gut. Die Cat Weasel Line finde ich dann auch wiederum besser, hier spielt vor allem auch die visuelle Delivery sehr mit rein. Im Endvierer finde ich die ersten zwei Bars nicht wirklich erwähnenswert, aber die Endline zündet mit dem Aufbau am Anfang des Parts, dass Zachary ja sehr viel dem Mix und Master Menschen zu verdanken hat, extrem gut und dreht Zacharys Front sehr schön um. Alles in allem eine sehr gute Line.
So, das war's auch bei Brickwall mit dem Text. Insgesamt sind viele gute Konter dabei, ab und zu aber auch etwas mehr belangloses Zeug. Die Technik ist sowohl bei Brim als auch bei Greydex solide bis gut. Auch hier spielen beide mit der Reimsetzung und bringen ab und zu mal Binreime und Silben in die Lines. Die Reime an sich sind auch recht qualitativ, obwohl Greydex manchmal echt unsauber ist, wie zum Beispiel Trailer Park auf Neidisch was. Die Delivery ist auch sehr gut, Greydex und Brim flohen da sehr souverän auf den Beat und bringen die Lines mit ziemlich viel Druck rüber. Ab und zu werden auch Pausen und bestimmte Pointen gesetzt. Nun zum Fazit. Beide sind textlich solide bis gut, Zachary hat ein solides Textniveau, jedoch bringt er diese Runde mehr Wortspiele, Vergleiche und Representer als wirkliche Punchlines, die angreifen. Brickwall haben da meistens etwas mehr Substanz. Insgesamt haben die beiden mehr textliche Highlights, obwohl bei ihnen auch sehr viel Belangloses dabei ist. Die Technik ist bei beiden etwa gleich auf, jedoch hat Zachary, was Reimsetzung angeht, noch etwas mehr die Nase vorne. Kaum eine Runde im Viertel ist so variabel, was das angeht. Was das aber etwas runterzieht, ist, dass viele der Lines und Reime dadurch sehr gezweckt und konstruiert wirken. Die Delivery ist bei beiden sehr gut, jedoch hat Zachary hier ebenfalls etwas mehr die Nase vorne, da er, was Druckvariationen und Pausen und Pointen angeht, diese Runde etwas mehr gezeigt hat als Brickwall. Ich sehe hier beide also auf einem Level, ich gebe meinen Punkt hier aber extrem knapp an Brickwall, da die den meiner Meinung nach besseren Text haben und der Abstand bei Technik und Delivery nicht allzu groß ist. 3:2 an Brickwall. Nun zum Extrapunkt. Beide Runden haben mich auf ihre Weise überzeugt und zählen für mich zu den stärksten im Viertelfinale. Zacharys Runde hat einen extrem eigenen Touch, der variiert von Float auf dem Beat, was das Zeug hält und hat eine extrem geile Attitüde und gefällt mir persönlich extrem gut. Die Runde von Brickwall ist dafür in den meisten Kategorien ein Stück weit überlegen, da vor allem Video und Text besser sind. Auch wenn mir die Zachary-Runde persönlich noch ein Stück mehr zusagt, möchte ich die etwas stärkere Leistung von Brickwall hier nicht aberkennen und gebe beiden einen Punkt. 1:1. Somit steht bei mir das Ergebnis auf der einen Seite fest und wir haben ein 7:6 an Brickwall. Nun machen wir weiter mit der Hinrunde von Brickwall gegen die Rückrunde von Zachary. Ansonsten kickt das Asthma in den Runden. Hey, gib dem Armen meine Lunge. Was meinst du denn? Dein Flow wird alles hier zerficken. Das ist wie bei deinen Vocals, da hast du dich geschnitten. Ey, yeah, finanziell gesehen bringt meine Leber wenig Geld. Doch müsste ich euch nicht werden, werdet ihr Facts nicht mal die Rede wert. Das Schreien sagt mir ein, ist ein Style dabei. So eigenes Bein kriegt noch nicht mal was Gescheiteres gebeitet, ey. Okay, dann fangen wir beim Video an. Beginnen wir bei der Brickwall-Hinrunde. Beim Video sieht es ähnlich aus wie auf der anderen Seite. Die Jungs von Brickwall haben ein schönes Video mit coolen Locations, cooler Kameraführung, guter Performance und ganz solider Qualität. Durch die Bearbeitung und den Look, der bewusst sehr dreckig und düster ist, sieht das Video von der Qualität her etwas schlechter aus, aber dafür passt es mit dem Sound und dem Vibe der Runde sehr gut zusammen. Aber auch hier stört mich, wie auch schon bei der Rückrunde der beiden, die Asynchronität sehr. Hier ist es bei Brim extrem auffällig. Wenn man da ein bisschen genauer drauf achtet, fällt einem das bei jedem Mal anschauen negativ auf. Aber ich denke, dass das jetzt nicht so dramatisch ist, dass das Video jetzt nicht mehr anzusehen ist. Nun zu Zachary. Zachary hat sein Video im Keller gedreht, anfangs kommt die Location noch cool und atmosphärisch, später wird sie aber sehr schnell langweilig, weil das meiste sehr eintönig ist. Was hier positiv heraussticht, sind die Kameraführung und die Performance. Das Ganze ist, wie auch in der Hinrunde, sehr dynamisch gefilmt und Zachary performt hier auch trotz Mundschutz noch sehr souverän. Die Qualität geht auch klar und Schnitt gefällt mir ebenfalls. Fazit. Beide Videos gefallen mir hier sehr gut, für mich verhält es sich ähnlich wie auf der anderen Battle-Seite und ich sehe hier das Video von Brickwall aufgrund der stylischeren Bearbeitung und der cooleren Locations etwas vorne. 1:0 an Brickwall. Kommen wir nun zur Audio. Auditiv ist das Battle bisher wieder sehr cool, obwohl ich die Battle-Seite auf dem Zachary-Beat noch etwas geiler fand. Fangen wir an mit Brickwall. Brim und Greydex haben wieder mal ein extrem cooles Soundbild, das ist alles sehr stylisch und gut gerappt und harmoniert gut mit dem selbstgebauten Beat. Brim steigert sich immer weiter, liefert hier zwar noch nicht so cool ab wie in der Rückrunde, ist aber ebenfalls sehr gut und ergänzt hier Greydex gut. Greydex finde ich hier aber auch noch ein ganzes Stück besser, der floht sein Part da absolut souverän und bringt sehr schöne Variationen ein. Besonders im zweiten Teil des Parts finde ich extrem dope gerappt. Hier ein kurzes Beispiel. Zacharias, Dicker, voll der dope Name. Kommt er daher, dass dein Vater dich gewaterboardet hat? Er ist katholisch aufgewachsen. Er kriegt von dem Folteropfer die Narben und den Stock in seinem Arsch. Yeah. Du Krüppel bist für jeden Oberarzt ein Schandmal, denn du bist nicht mal was wert mit deinen Organen auf dem Schwarzmarkt. Geigen Humor wirkt in jedem Song blamabel, aber dennoch sehr passend, denn wir hängen den ab. Stimmeinsatz und Betonungen sitzen auch, Greydex ist dann noch ein Stück versierter als Brim. Das, was mich mal wieder in der Runde stört, ist die Audioqualität bzw. das Mixing. Das klingt alles sehr dumpf und vor allem Greydex Stimme wird hier sehr in den Beat verschluckt, weshalb ich teilweise Verständnisprobleme habe. Klar, das passt alles sehr gut zu dem dreckigen Style und diesem Oldschool-Vibe, aber verglichen mit der Rückrundenmische von Zachary wirkt das nicht ganz so geil.
Die Mikrofonqualität hat sich bei Brim jedoch deutlich gebessert, das kann man ruhig positiv anmerken. Nun zu Zachary. Zachary kommt auf dem Beat von Greatex ebenfalls sehr cool und liefert auditiv eine schöne Runde ab. Er variiert zwar bei weitem nicht so sehr wie in der Hinrunde, aber dennoch liefert er in Sachen Stimmansatz, Betonungen, Pausensetzung und Flow-Variation extrem gut ab. Der Flow an sich ist sehr cool, er float da sehr locker über den Beat und besonders im zweiten Teil vom ersten Part finde ich dann ziemlich nice. Hier ein kurzes Beispiel. Und hast Angst, weg zum nächsten Monat, mich nicht bei der Drecksmische, Junge, deine Runde ungemischt wäre eine Steigerung zur jetzigen. Besitze keine Niere, witzig, trifft mich richtig, weil das Spenderorgan, wenn man transplantiert wird, ja verschwindet. Und ich klinge immer gleich, ja, ich weiß, immer geil, mit dem Style, immer nice, immer tighter als ihr zwei, immer gleich. Die Hook ist auch cool, ist jetzt keine krasse Gesangshook, aber dafür eine stabile Rap-Hook, die gut ins Ohr geht. Hier nochmal die Hook. Ey yeah, finanziell gesehen bringt meine Leber wenig Geld. Doch müsste ich euch nicht werden, werdet ihr Facts nicht mal die Rede wert. Das Schreien sagt mir ein, ist ein Style dabei, so eigenes Bein. Kriegt noch nicht mal was Gescheiteres gebeitet. Ey yeah, finanziell gesehen bringt meine Leber wenig Geld. Doch müsste ich euch nicht werden, werdet ihr Facts nicht mal die Rede wert. Also was wird die Fotze mit Stolz, wenn du Flows mir von doberen Vocals erklären? Kannst nicht mitmischen, du Bastard, und nein, ich meine nicht das Master, ne? Die Mische ist wie oben schon erwähnt ziemlich cool. Insgesamt ist die Runde auditiv schwächer als eine Hinrunde, aber immer noch eine ziemlich gute Leistung. Okay, kommen wir zum Fazit. Hier tue ich mich ein bisschen schwerer als auf der anderen Battle-Seite. Brim und Greatex haben das etwas stimmigere Soundbild und auditive Gesamtpaket. Zachary liefert hier super viele Variationen in Stimmlage und Flow und hat die bessere Mische. Ich sehe es knapper an als auf der anderen Battle-Seite, aber gebe dennoch die Kategorie an Zachary. 3:2 für Zachary. Alles klar, dann kommen wir zur Punch-Kategorie. Fangen wir an mit Brickwall. Das Intro ist nicht sonderlich aussagestark, das mit dem Wack MC Reim finde ich nicht gut, weil solche Dein Name reimt sich auf das und das Fronts mega ausgelutscht sind. Die ersten zwei Bars in Brims Part finde ich sehr gut, da greift er die Organangriffsfläche und die Angriffsfläche wegen der AAs gut auf und delivert die Line mit dem passenden Adlib gut. Die Line mit den Live-Leak-Videos verstehe ich jetzt nicht wirklich. Live-Leak ist eine Videoplattform, die aufgrund der sehr lockeren Richtlinien sehr umstritten ist, weil so brutale Gore-Videos und ähnliches nicht gesperrt werden. Den Zusammenhang zu Zachary sehe ich hier aber nicht wirklich. Die Line über Borderline ist dann wieder recht ausgelutscht. Die Frage danach, ob der Track oder der Körper mehr vernarbt sei, finde ich dann wiederum besser. Die Zerstückeln-Line ist dann wieder nur okay. Die Abmischen-Line ist wieder sehr cool, weil er darauf anspielt, dass man von Zachary beim Mischen ja tausende von Spuren bekommen muss. Der nächste Vierer ist dann wieder recht belanglos. Die kleine Bridge von Zachary klingt cool, da bleibt textlich aber auch nichts wirklich hängen. Im ersten Sechser von Greatex gefällt mir die Gib dem Arm meine Lunge-Line, da die durch die Delivery noch ein Stück besser hervorsticht. Im nächsten Vierer machen es vor allem die Formulierung. Ich finde sowohl das Vor Zachary wegrennen als auch Glaubsträger auf dem Ziegelstein sind zwei Lines, die einem direkt Bilder in den Kopf werfen. Eine sonderlich gute Aussage steckte leider nicht hinter, sie heben sich aber dennoch von den Standard-Lines ab. Der nächste Vierer ist wieder gut, diesmal werden ein paar Bibelreferenzen eingebracht, das hatten wir bisher auch noch nicht. Zacharias ist der Sohn von Johannes dem Täufer, weshalb mit Waterboard hier natürlich das Taufen gemeint ist und dass Zachary als katholisches Kind sehr oft bestraft und gepeinigt wurde, deshalb die ganzen Narben hat, finde ich eine sehr lustige Vorstellung. Die Schwarzmarktline ist ebenfalls sehr lustig, dass Zacharys Organe einfach so beschädigt sind, dass sie nicht mehr auf dem Schwarzmarkt was wert wären, wo Organe bekanntermaßen ja sehr begehrt sind. Die Galgenhumorline ist dann wiederum nicht so gut. Die Doppeldeutigkeit von Abhängen ist schon sehr bekannt. In der Bridge von Brim ist die Home-Video-Line ganz witzig, der Rest wieder recht belanglos. Insgesamt ein schöner Text, Zachary wird hier oft zugesagt, dass er keine wirklich großen Angriffsflächen mehr hat, aber die beiden haben es, wie ich finde, sehr gut hinbekommen, da noch frische und coole Lines draus zu machen. Die Technik ist ganz gut, es werden sehr viele Binnenreime gesetzt und die Qualität der Reime ist überwiegend hoch, jedoch neigen die beiden oft dazu, mal etwas unsauberer zu werden. Die Delivery gefällt mir bei beiden sehr, bei Greatex noch etwas besser. Beide rappen druckvoll, pointieren ihre Lines gut und haben eine schöne und asoziale Attitüde. Nun zu Zachary. Die erste Line finde ich in Kombination mit dem Jury-Stimmen-Wortspiel ziemlich cool. In der zweiten Line reitet Zachary ein bisschen auf der Behauptung von Brickwall rum, dass er für die Stimmlagenwechsel ja cutten muss, ist okay. Der Vierer danach ist dann wieder recht belanglos, er fängt wieder an darüber zu reden, wie egal ihm seine Gegner noch sind und dass er sich keine Mühe geben muss. Die Line danach ist ein Wortspiel mit Spuren, jedoch hatte er dasselbe Wortspiel auch schon gegen Wandelbars und da kam es cooler. Hier ein kurzer Ausschnitt. Ich hab Luxus gebankt mit nur zwei Spuren im Track, er hatte mehr, aber trotzdem keine Spur von Talent, ey. Den Counter auf die Live-Leak-Line finde ich extrem geil, Zachary bringt das absolut stumpf rüber und das kommt sehr gut. In der folgenden Line macht sich Zachary über den Technikabsturz von Brim lustig, kann man definitiv machen. Den Konter zu dem Abmischen Front finde ich sehr gut und damit gibt er vor allem Greatex eine ordentliche Schelle. Auch wenn ich gestehen muss, dass der Konter recht nahe lag, das war Real Talk das erste, was mir auch beim Hören der Originalline eingefallen ist.
Die nächste Line ist recht sarkastisch rübergebracht. Hier macht er sich wieder über die Aussagen von Brickwall lustig. Kann man machen. Danach kommt ein bisschen Representer-Stuff bis zur Endline, wo sich Zachary über die Rechtschreibung von Gradix lustig macht. Finde ich ziemlich lustig. In der Hook kommt keine erwähnenswerte Line, muss es ja auch keinesfalls, dafür klingt sie ziemlich cool. Anfang des zweiten Parts greift Zachary die Kirchenstory auf und erzählt uns, dass er Türke ist und entkräftet die Line von Gradix mit Sarkasmus, was man definitiv so machen kann. Mit genauso viel Sarkasmus geht er auch in die Line danach, in der er die erste Sache nochmal aufgreift, finde ich ganz cool. Die Abrissbirnenline ist dann wieder sehr Standard, auch wenn der Zusammenhang mit Laubsäge und Abrissbirne die Line nicht ganz so Absturz macht. Die nächste Line ist wieder recht aussageschwach, aber die Drogenhefte-Line ist ziemlich witzig, wenn man sich vorstellt, dass man vor dem Crack-Konsum aussieht wie Brim und danach wie Gradix. Den nächsten Vierer finde ich wieder recht belanglos, keine Line, die wirklich heraussticht. Die erste Line danach ist wieder okay, hier macht er sich halt wieder sarkastisch über eine Aussage von Brickwall lustig, die Reka-Mission-Line ist leider schon unfassbar ausgelutscht und die Endline ist wohl eine der schlimmsten Bad-Busts, die ich seit langem gehört habe, hat mich aber echt zum Lachen gebracht. Insgesamt textlich sehr cool mit schönen Kontern. Die Technik ist auch wieder sehr gut, er spielt hier wie gewohnt mit den Reimschemata und der Reimsilbensetzung. Die Delivery finde ich auch stark eigentlich, aus denselben Gründen wie in der Hinrunde, jedoch finde ich die hier noch etwas weniger stark ausgeprägt. Hier nutzt Zachary auch sehr viel Sarkasmus, wie schon erwähnt, was mir auch gefällt. Nun zum Fazit. Beide haben hier textlich extrem cool abgeliefert. Brickwall hat es tatsächlich geschafft, aus der Organenangriffsfläche noch halbwegs kreative Lines zu machen und Zachary kontert hier, wie ich finde, sehr gut. Ich gebe Zachary hier aber den Punkt, weil ich ihn textlich, technisch und von der Delivery jeweils noch ein Stück besser finde als Brickwall, die sich aber ohne Frage sehr gut geschlagen haben. 4:3 für Zachary. Nun zum Extrapunkt. Ich mochte beide Runden sehr, beide haben unterschiedliche Stärken. Zachary hat auditiv und textlich mehr überzeugt, dafür haben Brickwall das schönere Gesamtpaket. Beide haben mich im Battle sehr überzeugen können, auch wenn ich diese Battle-Seite für etwas schwächer empfinde, aber ich finde es trotzdem schade, dass einer der Kontrahenten jetzt schon gehen muss. Den Extrapunkt gebe ich aber trotzdem noch an Zachary, da er in den meisten Kategorien überwiegt und überzeugt hat. 1:0 an Zachary. Somit ist diese Seite des Battles auch bewertet und wir kommen hier zu einem Endpunktestand von insgesamt 6:8 für Zachary. Und jetzt zählen wir die beiden Gesamtpunkte der beiden Seiten zusammen und wir kommen insgesamt auf ein 14:13 für Zachary. Meiner Meinung nach hat Zachary das Battle knapp für sich entscheiden können. Wir gucken jetzt mal, wie die Juroren bewertet haben. Das Battle wurde bewertet von mir, Arkim, Lenny, Tittenbonus und Bär. Ich gebe wie gesagt ein 14:13 an Zachary, Arkim gibt ein 13:10 an Zachary, Lenny gibt ein 15:12 an Zachary, Tittenbonus gibt ein 14:9 an Zachary und Berf gibt ein 13:12 an Zachary. Somit ist das Battle entschieden und wir kommen zu einem Endpunktestand von insgesamt 69:56 für Zachary. Somit gewinnt Zachary dieses Battle recht knapp und sichert sich den ersten Platz im LRT-Halbfinale. An dieser Stelle würde ich mich gerne nochmal bei Brickwall für die Teilnahme bedanken. Ihr habt euch als Underdog fast in jedem Battle durchkämpfen müssen und dafür extrem starke Leistung gezeigt. Ich hoffe, ich sehe euch in der zweiten Staffel des LRTs wieder. Hat mir eine Freude bereitet. Ja, das war's mit der ersten Analyse. War ziemlich stressig. Ich hoffe, ich bekomme die anderen auch noch so hin, dass ich das alles schaffe. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.